Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kinga. Ich bin heute auf einer meiner vielen, wie soll ich sagen, Erkundungstouren, wo ich einfach noch neue Plätzchen ausschaue, wo ich vielleicht demnächst mal einen Overnighter machen kann. Und deswegen ist es heute traumhaftes Wetter, Sonntag, Miriam muss arbeiten. Also habe ich vor, mich hier irgendwo ein schönes Plätzchen zu suchen. Habe meinen neuen Highlander Gaskocher dabei, möchte mir also gemütlich einen Kaffee machen. Und ja, mal schauen, was es alles ergibt. Ich möchte heute in einen relativ undurchdringlichen Wald, in dem ich noch nie war. Und wer weiß, wie lange schon vor keiner mehr vor mir. Weil ich mir dort halt einmal vielleicht eine feste Unterkunft bauen möchte. Und ja, schauen wir mal. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach mit dabei und schaut mal, was mal alles so passiert. Was ich mir zum Beispiel auf solche Wege immer merke, ist, wo sind Bäche. Wobei dieser Bach jetzt relativ stehend ist, also für die Trinkwasserentnahme nicht unbedingt geeignet. Aber ich merke es mir trotzdem, man weiß ja nie. Hier mein Drohn. Wer also eine Audienz mal haben möchte, der müsste hierher kommen. So, hier ist es noch relativ und dort hinten seht ihr, es wird relativ dicht und da versuche ich irgendwie durchzukommen, weil ich möchte da gerne mal auf die andere Seite. Mal schauen, wie ich da hinkomme. Am besten ist es immer, wenn ihr sowas vorhabt, ihr nehmt sich eine Wege, diese Tiertrampelpfade. Ich weiß nicht, ob ihr den erkennt. Die haben meistens ganz gut versehene Sachen, nur der geht in die falsche Richtung. Mal schauen. So viel zum Thema Tiertrampelpfad. Hier ist ein Baum gefallen, hier geht es also nicht mehr weiter. Mal schauen, irgendwo muss es doch hier außen rum gehen. Der Boden hier ist der Hammer, wenn du da drauf steigst, du sinkst direkt ein. Also hier muss man dann langsam aufpassen, dass man nicht wirklich mal einsinkt. Gut, erste Hindernis habe ich überwunden. Aha, und was steht da? Ein Bagger mittendrin. Na, den schauen wir mal näher an. Sitzt ihr denn eigentlich? Ja, jetzt glaube ich, kann man erkennen. Na toll, ich kämpfe hier durch den Wald und hier ist eine neue Straße gebaut worden. Also der Bagger steht nur da, schaut was aus. Als würde der hier schon länger stehen. Aber irgendwas bauen die hier. Die werde ich dann mal weiterverfolgen, die Straße. Aber eigentlich will ich da lang. Ach du Scheiße. Ja, mal gucken, was es hier so gibt. Also dann werde ich mich da mal durchkämpfen. Also hier sinkt man wirklich brutal ein. Das ist gar nicht so ohne. Na, hier geht's bis. Jetzt überlege ich, ob ich hier in den Tiefenwald gehe. Oder dort hinten schaut es nach einer Lichtung aus. Ich gehe mal in den Tiefenwald. Jetzt natürlich perfekt für Lagerstelle, hier habe ich fließendes Wasser. Ja, wunderbar, aber man sieht, hier endet ein Weg. Das heißt, ich hätte mir das Ganze sparen können. Na toll. Das sah ja mal richtig cool aus da. Mit dem Grün, ich hoffe, das kommt auf der Kamera auch so geil rüber. Ich befürchte es zwar nicht, aber das schaut richtig cool aus. Schaut ja hier richtig cool aus mit dem Grün. Es lädt direkt ein, mich gleich da drauf zu legen. So, hier ist auch ein stark genutzter Pfad. Den könnte ich da mal folgen, weil hier ist nämlich ein kleiner Hügel. Hier haben wir natürlich auch was Cooles. So ein Pilz. Das ist ein abgestorbener Baum.
Das heißt, den könnte man also runter machen, wenn es wäre. Und der hält zum Beispiel die Glut ewig. Also auch nicht uninteressant, sowas zu wissen. Auch auf sowas sollte man achten. Es wäre hier kein sehr guter Platz. Das heißt, hier sind schon ein paar Bäume umgefallen. Und ein paar, so wie der, der ist zwar noch verwurzelt, aber beim nächsten Sturm kann der natürlich umfallen. Und wenn der sowas drauffällt, ja, dann war es das. Das wäre jetzt zum Beispiel hier ein Plätzchen für ein Lager. Mal so vom Groben. Das sind zwar sehr hohe Bäume, was mir grundsätzlich nicht so gefällt, aber die scheinen alle noch gesund zu sein. Ja, da vorne ist einer, der ist ein bisschen schräg, aber ansonsten. Vorteil ist hier, von dieser Seite absolutes Dickicht, bin ich nicht zu sehen. Von dieser Seite das gleiche. Auch diese Seite, da ist der ganze Jungwald, kann man mich auch nicht sehen. Und dann wäre nur noch diese Seite offen, aber die ist auch so dicht. Da vorne in diese Richtung ist die Straße, also da wären auch die ganzen Bäume dazwischen. Und hier müsste schon sagen, wirklich jetzt hier jemand sein, der mich sehen wird. Also von dem her kein blödes Plätzchen hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe gerade im GPS nachgeschaut und dabei festgestellt, dass ich nur wenige Meter von dem Platz entfernt bin, wo ich sowieso schon mal überlegt habe, ein Lager zu bauen. Hier geht er weg. Sehr cool. Ja, und da ist ein Zaun. Irgendwo dort hinten müsste es sein. Mal schauen, ob hier durch Schilf. Schauen wir, ob es noch einen anderen Weg gibt. Okay, hier gibt es keinen anderen Weg. Also muss ich wohl da oder übel durch. So, Schilf ist im Übrigen, was Kreuzottern sehr lieben, die hier bei uns verbreitet sind. Naja, wer schafft, kann ich draufsteigen. Aber da komme ich nicht durch. Also wir haben jetzt doch hier entschieden. Hier ist allerdings alles sehr sumpfig und wasserig. Also hier muss man aufpassen, dass man auch nicht einsinkt. Hier wird mich wahrscheinlich erst in einigen Jahren wieder jemand finden. Da vorne ist mein Ziel. Aber irgendwann muss ich mich da noch durchkämpfen. Im Sommer sah es hier noch ganz anders aus. Da waren die ganzen Bäume noch nicht umgeschmissen. Ich hätte meine Machete mitnehmen sollen. Auch hier immer wieder Bäche, die direkt aus dem Moor kommen. Das, was an dem Wasser so braun ist, ist Huminsäure. Die ist jetzt nicht giftig, schmeckt aber nicht so gut. Bringt man aber relativ gut mit einem Aktivkohlefilter raus aus dem Wasser. Deswegen habe ich ja alles umgestellt auf Aktivkohlefilter. Eben meine Miniwell, weil ich doch hier sehr häufig heraus bin. Also so ein Bach mit Moos außenrum. Das ist einfach echt schön. So, wer kennt es noch? Ich versuche mir die Himmelsrichtung zu bestimmen, indem ich den kleinen Zeiger, man kann es erkennen, auf die Sonne ausrichte. Das wäre hier. Dann haben wir hier 12 Uhr, das heißt, so ist Süden. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat. Hier mein Steckchen, das ist Süden. Ich muss diese Richtung, ich muss Richtung Westen. Gleich, das ist mein Stecker, das ist tatsächlich Süden. Stimmt also nicht hundertprozentig, aber doch relativ gut. Ich habe von der Claudia von Highlander nur mal was zugeschickt gekriegt, und zwar ist das ein neuer Gaskocher. Was heißt so neu, ist er gar nicht, der Fastbolt. Die haben gerade jetzt ein paar Neuerungen gemacht und ich finde den schon mal ganz cool. Das ist jetzt mein erster Outdoor-Test. Aber was der auf alle Fälle schon mal hat, was ich sehr gut finde, ich habe zum Beispiel hier für die Gaskartuschen nochmal extra einen Ständer, der ist also richtig massiv fest. Dann kann ich eben den hier festmachen. Das heißt, da fällt auch nichts mehr um. Was auch cool ist, ich habe hier Isolierung außenrum, die gibt es auch in schwarz, wer es jetzt nicht in Tarnfarben mag. Und was sehr cool ist, kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil ich schon drin habe, vielleicht sieht man es hier, hier sind so Lamellen. Das heißt, der nimmt die Flamme viel schneller auf, wie normalerweise.
Und dadurch kocht er halt einfach schneller als wie andere. Und das testen wir mal. Ich habe jetzt 200 ml für den Kaffee drin. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie schnell das geht. Der Vorteil bei dem Ding ist das, ich habe eine Piezo-Zündung. Rase noch auf dran und schon geht's los. Und ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Genau, also bei 50 Sekunden haben wir angefangen. Was ganz cool ist, ich weiß nicht, ob man es erkennt, das sind hier oben, hier kann ich quasi was abseichern, wenn ich hier Fichtentee mache. Und hier könnte ich sogar direkt rausdringen, da ist extra Rand dafür gedacht. Jetzt haben wir 50 Sekunden. Der fängt schon zum Kochen an innen drin. Das ist ja Wahnsinn, das Teil. So, jetzt haben wir eine Minute. Also das reicht mit viel Kaffeewasser schon mal ganz leicht. Vorteil ist an dem Plastikdeckel, der wäre da nicht warm. Großartig. Wie gesagt, viel Kaffeewasser reicht nicht. So. Man konnte ihn auch hier wunderbar anfassen, weil die Isolierung ist echt gar nicht schlecht. Sonntagnachmittag, Kaffee im Wald. Das ist er wieder. So mag ich es. Traumhaft. So, was das Ding jetzt aber so cool macht, ist das, dass man quasi hier aufmachen kann. Ich muss raus. Und die Dinger kann man wieder ganz leicht runter machen von der Dose. Legt die also schön zusammen, zack, zack, zack. Dort oben drauf. Ist die schon mal aufgeräumt. Und ich bringe die genau hier wunderbar rein. Was ich sogar noch jetzt gemacht habe, ist folgendes. Ich habe sogar noch meinen Hobokocher. Und unten am Hobokocher habe ich das Zusatzteil, was jetzt seit neuestem dabei ist. Das kann ich quasi aufmachen, dann kann ich den Gaskocher auch für Pfannen oder sowas verwenden. Und das passt alles da wunderbar rein. Deckel passt nicht mehr ganz hundertprozentig drauf, aber das macht gar nichts. Also echt coole Sache, geht ratzfatz. Ich merke schon, das GPS geht hier rein gar nicht. Und ja, so ganz hundertprozentig weiß ich nicht, was ich bin. Also ich weiß jetzt zwar wieder, wo ich bin, aber wie ich jetzt daher gekommen bin und warum ich jetzt plötzlich da bin, ich würde mal sagen, ungefähr 500 Meter davon entfernt, wo ich dachte, dass ich bin. So schnell kann es gehen, wenn man nicht ständig sich einen Kompass mit dabei hat, dann hat man hier ein Problem. Und mein Kompass, mein kleiner, den ich normal hier dran habe, der ist am großen Rucksack dran momentan. Also das ja, ist interessant. Immer wieder krass, wenn man sieht, was eigentlich auch so für kleine Baum, der ist ja nicht dick, was der für Wurzeln hat. Unglaublich. Wenn ich mir hier diese Bäume anschaue, ist das hier kein guter Platz, muss ich weiter nach hinten schauen. Weil die Bäume sind alle kaputt und gerade eigentlich schon lange rausgeschnitten. Also das sieht mir noch ein relativ verlassenes Grundstück aus, Waldgrundstück, weil hier eigentlich gar nichts gemacht wird. Hier haben einige Bäume umgefallen. Ganz da vorne ist noch mal einer, aber die anderen schauen alle relativ gesund aus, die noch da haben. Auch der Blick nach oben. Also vielleicht auch ein Plätzchen für mich, weil hier bin ich ja relativ geschützt eigentlich. Ich glaube, jetzt habe ich was ganz Schönes gefunden. Hier könnte ich mal eine schöne Bank draus fahren, aus diese zwei Äste da. Seht ihr hier, der eine ist tiefer, der andere höher. Könnte man eine schöne Bank machen. Direkt davor ist hier der momentan noch bemooste Baumstumpf. Da könnte man einen Hobokocher draufstellen. Ich könnte zwischen dem Baum und den da drüben, wie gesagt, und den hier, die Hängematten aufspannen wunderbar. Und zum Boden schlafen ist es hier schön weich. Müsste man sich halt irgendwo ein klares Plätzchen suchen. Und vor allem das Schöne ist, am Beginn von dem Wäldchen, sieht man wahrscheinlich jetzt nicht hier, geht ein kleiner Bach. Das heißt, Wasserversorgung ist auch gewährleistet. Ha, gar nicht so blöd. Und Brennholz liegt hier wirklich mehr als genug rum,
Allerdings ein bisschen feucht alles. Ja, da muss ich mal schauen. Oh, mal gucken, wäre vielleicht was beim nächsten Overnighter, könnte ich hier mal so ein bisschen umbauen und dann schauen wir mal, ob das was ist. So Leute, ich bin ziemlich am Ende meiner Reise, jetzt geht es nur noch den Weg entlang zum Auto, da ist nichts mehr Interessantes. Ich fand es hochinteressant, den Wald, in dem ich eigentlich so oft unterwegs bin, dass ich nur mal so viele neue Sachen gefunden habe. Neue Plätzchen, neue Wege, neue Bäche, wo man mal wirklich schönes Overnighter machen kann. Also, Ziel ist erreicht. Ich wollte ja Plätzchen finden für den nächsten Overnighter. Auch mal für den Winter eventuell. Das habe ich definitiv erreicht. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Freut mich, wenn ihr so lange zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls noch nicht passiert, gerne ein Abo da lassen. Würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich wirklich danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.